Ja, hallo Leute, ich befinde mich hier in der Konsul-Schmidt-Straße in Bremen. Das ist ganz in der Nähe, quasi schräg gegenüber von meinem Büro. Das ist da hinten in diesem langen Schuppen. Und hier hat die SBB eine neue Schnellladesäule aufgestellt. Die ist jetzt im Prinzip 5 Tage, nachdem die bei Dennis Wittus eingeweiht wurde, ist die jetzt heute Morgen scheinbar online gegangen. Damit ist es die zweite hier im Bremer Stadtgebiet, die ich kenne zumindest, die jetzt funktioniert. Es sind insgesamt 7 Schnellladesäulen, die noch aufgestellt werden sollen in den nächsten Wochen. Und ich bin total happy, weil die ist ja quasi direkt neben meinem Büro. Also ich muss im Prinzip nur, weiß nicht, 400 Meter laufen. Und dann kann ich mich hier anschließen, was im Prinzip super ist, weil wir haben zwar im Büro eine Schnellladesäule mit 222 kW Anschlüssen, da aber bei uns in der Firma doch immer mehr Plug-in-Hybride zugelassen werden und auch schon ich mit meinem Tesla und noch ein weiteres Elektroauto existieren, zanken wir uns dann immer ein bisschen um diese Ladeplätze. Wir können uns zwar absprechen, aber in der Regel sind die eigentlich immer besetzt, was natürlich bei 2 Anschlüssen und sehr, sehr vielen Firmenwagen ein bisschen wenig ist. Aber jetzt hat man hier schräg gegenüber der Firma die Möglichkeit, sich anzuschließen, zwar nur für 2 Stunden. Aber wenn ich das mit dem Shademo-Adapter mache und DC lade, ist das natürlich völlig ausreichend. Also diese Schnellladesäule ist ein Triple Charger, die kann im Prinzip AC mit 22 kW und hat 2x DC, einmal einen CCS-Lader und einmal einen Shademo-Anschluss. Ja, falls ihr immer schon mal wissen wolltet, wie so eine Schnellladesäule von innen aussieht, da kann ich helfen. Ich habe nämlich letzte Woche hier gefilmt, wo sie die aufgebaut haben. Da ist ja echt viel Technik drin. Ja. Das ist ja der Hammer. Wann ist sie ungefähr in Betrieb? Die soll heute in Betrieb gehen. Heute? Also die soll heute in Betrieb gehen. Ist ja echt cool. Auch mit allen 3 Anschlüssen schon oder nur mit dem DC? Keine Ahnung, ich denke mal alle 3 schon. Also alle 3 schon in Betrieb. Geil, ich fahre Elektroauto, deswegen interessiert mich das. Ach so, ja. So, und jetzt will ich mal probieren, mich mit dem Shademo-Anschluss zu verbinden. Das letzte Mal bei Kaufland habe ich das probiert, vor ungefähr 2 Wochen. Und da wollte das nicht. Da hat er immer gesagt, bitte den Stecker richtig reinstecken. Es war aber alles verriegelt. Ich hoffe nicht, dass mein Shademo-Adapter kaputt ist. Ich habe ihn erst 2-3 Mal benutzt. Also so oft braucht man ihn ja nicht, wenn man einen Supercharger hat. Also werde ich es hier gleich mal testen. Ja, es ist immer die Frage, was steckt man zuerst rein, in welcher Reihenfolge geht man vor? Also erst irgendwie mit der Karte die Ladestation entriegeln, dann die Stecker einstecken. Ich werde das einfach mal so machen, wie es mir gerade in Sinn kommt. Ich stecke jetzt mal den Shademo-Adapter einfach ins Auto und verbinde dann alles, weil das ist ja doch recht wuchtig, das Teil. Verbinde dann erstmal die Kabel und dann schalte ich mich frei. Mal gucken, ob es funktioniert. Also es hat Klack gemacht. Und das ist das gute Teil hier unten. Also ein ganz schöner Äumel. Und da werde ich jetzt mal den Shademo-Anschluss anschließen. So, der Anschluss ist verriegelt. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das freischalten kann und dass er anfängt zu laden. Ja, das sieht genauso aus wie bei Kaufland. Der Adapter ist zwar verbunden, aber es wird nicht grün, sondern es bleibt orange. Es ist merkwürdig. Also das scheint an dem Adapter zu liegen. Jetzt ist es ganz ausgegangen. Ja. Also nachdem ich den Adapter jetzt ein paar Mal rein und raus gesteckt habe, und zwar hier quasi an der Stelle hier, da hat es dann plötzlich funktioniert und ich denke, dass das ein bisschen korrodiert war, weil ich den so selten benutze. Also das ist jetzt irgendwie das 3. oder 4. Mal, seit 7 Monaten habe ich den. Und jetzt lädt er auf jeden Fall. Yippie! Mal sehen, was es im Auto anzeigt. Okay, ich habe jetzt 23 kW. Ist auch kein Wunder, denn ich bin im Prinzip zu 80% voll. Ich wollte das auch nur testen.
Aber es funktioniert grundsätzlich und mein Shademo-Adapter ist nicht kaputt. Da fällt mir so ein bisschen Stein vom Herzen. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich den neu bekommen hätte, wenn er kaputt wäre, weil so lange habe ich den ja nicht. Auf den Wagen ist ja 4 Jahre Garantie, aber auf den Shademo-Adapter, da weiß ich nicht, ob da jetzt nur 1 Jahr, 2 Jahre oder auch 4 Jahre Garantie ist. Da werde ich Tesla mal fragen, was denn wäre, wenn. Auf jeden Fall ist es wieder super. SWB macht es möglich. Wir haben jetzt hier gegenüber meinem Arbeitsplatz eine Schnellladesäule. Und ich werde demnächst noch die anderen Schnellladesäulen testen, die hier in der Stadt aufgebaut werden. Eine wartet jetzt schon irgendwie seit 4 Wochen darauf, dass die mal online geht. Ich weiß nicht, woran es da liegt. Vielleicht gibt es da irgendeine Netzfreischaltung nicht, die dafür nötig ist. Das werde ich testen. Was hier noch fehlt, ist halt die Beschilderung. Es ist überhaupt nichts ausgeschildert. Es steht kein Schild, dass es eine Ladesäule ist. Es steht kein Schild, dass man hier nicht parken darf. Es soll ja auch noch eine Markierung kommen, die eindeutig signalisiert, dass hier Verbrenner eben nichts zu suchen haben. Das fehlt noch. Das fehlt aber überall, diese Markierung bei allen Ladesäulen in der ganzen Stadt. Soll aber noch kommen. Sobald es da losgeht, hoffe ich zumindest, dass da die Verbrenner sich nicht so dreist auf die Ladeplätze stellen. Denn es ist ein Parkverbot, absolutes und ja, absolutes Halteverbot, soweit ich das sehe. Und es ist eine Ordnungswidrigkeit. Also die meisten sehen es nicht, wollen es nicht sehen, aber es ist so. Ja, von mir in aller Kürze Daumen hoch für die SWB. Ganz klasse gemacht, Leute. Und ja, wenn euch das gefallen hat, was ich hier berichte, gebt mir auch gerne einen Daumen hoch. Und abonniert sehr gerne meinen Kanal, das tut auch überhaupt nicht weh. Und drückt auch gerne auf die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn ich neue Videos poste. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, in der nächsten Woche passiert bei mir einiges. Erstens gehe ich wieder auf einen Roadtrip, diesmal nach Berlin. Das wird eine Dienstreise mit ein paar Leuten, da fahren wir zum Kunden. Als wäre es geplant gewesen, gibt es beim Kunden auch eine Ladesäule vor Ort. Der ist also auch schon auf Elektromobilität vorbereitet. Da schließe ich mich in Berlin, also eigentlich Potsdam, natürlich an, wenn ich da bin. Und nächste Woche kommt der mobile Service zu mir, weil ein paar Sachen gemacht werden müssen. Da seid ihr natürlich dabei. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.